Ach, Lotta. Oh, das ist die wilde Lotta. Ja, man sieht's. Oh. Oh. Chaos. David, kannst du mir schnell die Lotta heben? Die Lotta will unbedingt mit. Kann ich ihr absolut nicht verübeln. Wenn ich die Lotta wäre, würde ich auch mit. Das ist «Neben der Spur», ein Podcast aus Graubünden. Und wir gehen an einen Ort, wo sich es eben lohnt, dafür ein bisschen ab der Spur zu kommen und mal etwas ganz anderes auszuprobieren. Und das mache ich jetzt noch ein letztes Mal. Ich bin Andrea und ich bin sonst eher mit streunenden Katzen am Strand, bei Delfin auf einem Segelschiff oder bei den Tauben auf einer Städtereise anzutreffen. Eine Woche lang bin ich aber auf Bergün in den Bündner Bergen geschickt worden, um mal ein bisschen etwas anderes zu sehen. Und heute habe ich noch ein letztes Abenteuer vor mir. Und dann hebt man die irgendwie und die laufen einfach mit? Eine, zwei an der Leine und die anderen laufen mit. Also das geht ganz pazifik. Pazifik, sagt der Fredo. Weiss aber natürlich auch noch nichts von der wilden Lotta. Und ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht. Ich habe wieder einfach meine 5 Hinweise aus dem Gouvern. Ort. Hier geht es über Stock und Stein. Anreise, lass dich begleiten. Mhm. Vielleicht mit einem Bergführer oder so. Protagonist, eine Gruppe junge Wilde. Oh, okay, mehrere Bergführer oder Bergführerinnen. Aktivität hinterlässt wahrscheinlich Geruchsspuren. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schweizer meint. Dann nehme ich mal noch ein Deo mit. Geheimtipp, wer flink und wendig ist, hat einen Vorteil. Ja, das klingt schon so ein bisschen nach Klettern oder Wandern. Gespannt auf meine Reisegruppe laufe ich los. Das Mal kann ich nämlich wieder zu Fuß gehen. Mein Ziel ist ein Hof am Dorfrand von Bergün. Ich weiss zwar ungefähr, wo durch, stehe aber zuerst eine Weile verloren am Strassenrand umeinander und finde irgendwie niemanden. Dann laufe ich mal vorsichtig in die Hofeinfahrt rein und dort ist tatsächlich jemand. Ein Mann in einem grünen T-Shirt, der in einer Weide steht. Der Urs Heinrich. Ihm gehört der Hof. Guten Morgen. Hoi. Hallo, Andrea. Freut mich. Und man hört es auch schon ein bisschen, der Urs ist nicht allein. Und wir gehen 20 runter. Meine Begleiter sind zwar schon auch irgendwie Bergführer und Bergführerinnen, aber vierbeinige. Die ersten zwei die kommen schon mal schauen. Und wer sind die zwei, die da schon sind? Ja, das sind nicht unsere. Also insgesamt sind es ja 6 Spaziergeister, die wir jetzt noch haben. Und das ist jetzt Tulpa und er ist der Tobi. Angefangen haben wir eigentlich mit kastrierten Böcken, wo wir das gemacht haben, eigentlich aus der Idee heraus, weil wir eigentlich ein Geiss ist eigentlich dann immer über den Zaun kommt und den Leuten nachgelaufen. Und nachher hat man dann irgendwie und hat die Frau gefunden, komm, das probieren wir jetzt und so. Und da bin ich dann am Anfang schon skeptisch gewesen. Und dann haben wir dann das angefangen und nachher ist das eigentlich von Anfang an weg ein riesiger Erfolg ist es. Sünneli war die Geiss, die immer über den Hahn gekumpelt und den Wanderer nachgelaufen ist. Und so eigentlich ein bisschen die Geissenspaziergänge ins Leben gerufen hat. Die sind ein riesen Hype geworden und Urs und seiner Familie fast über den Kopf gewachsen. Und sie sind fast nicht mehr nachgekommen mit ihrer anderen Arbeit. Darum haben sie jetzt ein bisschen reduziert. Das Rekka-Feriendorf und das Kurhaus haben ihre fixen Tage, die sie selber gehen. Falls euch das Kurhaus interessiert, um das geht es übrigens in einer anderen Episode von diesem Podcast. Aber zurück zu Urs und seinen vierbeinigen Kumpanen, die uns neugierig beobachten. Wieso ausgerechnet Geissen? Ich hatte immer Geiss, also schon als kleiner Bub hatte ich. Und nachher eine Weile nicht mehr. Und nachher habe ich wieder auf den Geburtstag gekriegt von der Frau. Und nachher, seitdem habe ich eigentlich wieder. Jetzt habe ich schon wieder 16 Jahre, habe ich jetzt wieder Geiss. Ich bin einfach gerne Geiss. Geiss sind halt auch so, die in der Kürze ja, Kontakt zum Menschen. Deshalb schaffen halt nicht viele Tiere, oder? Dass es so der Mensch in der Bahn zieht. Und Geiss kann das in der Kürze, durch ihre freche Art. Und
Ganz ehrlich, der Urs hat recht. Ich habe vorher irgendwie noch nie mit Geissen zu tun gehabt, aber sie sind wirklich sehr herzig und ich freue mich, um sie gerade noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wollen wir eine Runde gehen? Ja, gerne, ja. Aber wir nehmen nur zwei mit. Ja, sonst kriegen wir zu viel. Ich gehe... Ja, ja, siehst du, jetzt wissen sie schon. Sie sind schon... Sie gehen eigentlich gerne. Kommen! Komm! Ich warte draussen, der Urs nimmt zwei Leinen und geht in die Weide rein. Mitkommen darf die einzige Schwarzgeiss von der Gruppe, ein Bündner Strahlengeiss, wie ich nachher lerne, die Tulpe und der Charlie eine Sahne. Komm, Tulpe, du gehst mit. Gell? Ja, du bist nämlich eine Gute. Du darfst mitkommen. Du gehst auch mit. Ja. Ich muss die anderen schön hinterher sperren, sonst kommen alle mit. Und wenn sie Kasperle haben, so ist es gut. So, geht. Komm, nein, ihr bleibt da. Hopp, geht. Geht. Hopp, nein, ihr geht nicht. Nein! Oh nein! Nein, sie geht nie. Die wilde Lotta hat absolut keine Lust gehabt, um daheim zu bleiben, wenn der Charlie und die Tulpe mitkommen dürfen und ist kurzerhand mit einem riesen Satz über den Haken gekumpelt. Ach, Lotta! Oh, das ist die wilde Lotta. Ja, man sieht es. Oh. Chaos! David, kannst du mir schnell die Lotta heben? Die Lotta will unbedingt mit. Nach kurzem Chaos und wilder Geissenjagd haben wir uns dann sortiert und machen uns auf den Weg. Gut, jetzt gehen wir. Die ersten 5 Minuten sind immer chaotisch. Meistens darf die ganze Gruppe mit, darum kommen sie jetzt gerade nicht mehr ganz daraus, dass nur zwei gehen. Der erste Teil des Spaziergangs geht durchs Dorf. Also dann nehmen wir meistens eben durchs Dorf alle an die Leine. Ja, das ist einfach weg der Blumen von den Leuten. Ah. Das ist, also das Blumenkistchen ist 10 Sekunden ist das leer. Und das gibt einfach schlechte Stimmung. Sobald wir aus dem Dorf draußen sind, lassen wir es los und sie laufen brav mit. Es gibt keine weiteren Zwischenfälle, nur gelegentliche Snackstops, die die Geissen ein bisschen fressen, bevor wir weiterlaufen. Und sie passen sich dann immer der an. Wenn du laufst, kommen sie auch wieder. Und wenn du stehen bleibst, bleiben sie auch stehen. Die Leute haben immer gewartet und die Geissen gesagt, danke, dann fressen sie noch eine halbe Stunde. Aber wenn du laufst, kommen sie. Ja. Und sie wollen, dass die Herde zusammen bleibt. Wir müssen ihnen die Leine gar nicht mehr anlegen. Sie laufen einfach gemütlich mit uns mit, über Stock und Stein. Was gibt einem das so, wenn man mit den Geissen laufen? Entspannung. Ich sage immer entschleunigen. Das wäre das Ideale für gestresste Menschen. Auf einem Berg eine Wanderung mit den Geissen. Das, ich weiss nicht, das ist etwas. Das merke ich selber bei mir auch. So, dort denkst du vorher, eigentlich habe ich gar keine Zeit heute und nachher gehst du gleich mit und nachher ist auch, ich fühle mich nachher, wenn ich gehe, nicht gestresst. Es ist dann für mich, es ist dann eigentlich entspannend, das wäre, ja. Ich habe das Gefühl immer, also sie machen ja eigentlich gar nichts. Weißt du, so. Aber irgendwie hat es gleich etwas, weil ich Meditatives, das ist einem einfach ein bisschen runterholt oder entschleunigt. Das passt jetzt irgendwie wieder zu Bergün, finde ich. Sie machen gar nichts, aber irgendwie macht es gleich etwas mit einem. Nach unserer Spazierrunde freuen sich Geissen, um wieder zu ihrer Herde zurückzugehen. Jetzt könnt ihr den ganzen Tag chillen. Nein, Moment. So, Tulpi. Jetzt ganz, ganz aufgeregt. Ich muss nur öffnen, weißt du, dass es wieder zueinander kommt. Gell? So, jetzt könnt ihr wieder Party machen. Anstatt Party machen, gibt es jetzt aber zuerst mal Gruppenkuscheln. Ich habe nicht gewusst, dass Geissen so anhänglich sind, aber sie wollen mich fast nicht mehr gehen lassen. Reiben ihre Köpfe an meinen Hosen und lassen sich streicheln. Die mögen es. Ich sie auch. Du bist umzingelt. Ich bin zwar kein gestresster Manager, aber jetzt definitiv ein Geissen-Fan und grausam entschleunigt. Wenn schon ganz Bergün den Ausdruck braucht, dann brauche ich ihn jetzt halt auch. Ich würde ja gerne noch den ganzen Tag im Geissen-Keg rumstehen und den Tobi, den Charlie und Co. streicheln,
Aber der Urs sollte leider noch anders machen. Darum verabschiede ich mich von ihm und meinen neuen pelzigen Kollegen und mache mich auf den Rückweg. Auf dem Heimweg bin ich ein bisschen traurig, weil das jetzt mein letztes Bergerlebnis war. Abgesehen von einem Haufen Geissenhaar an den Kleidern nehme ich auch ganz viele lustige Erfahrungen und gute Begegnungen von dieser Woche mit. Und natürlich ein abschliessender Tipp von Fredo, auch der mit dem Zauberwort «entschleunigen» oder «nimm's Pacific». Man muss einfach kommen und abschalten und ein bisschen entschleunigen und einmal ein Woher hocken, durch das Dorf laufen, noch einmal ein paar Schritte neben uns und dann packt es einem. Weil der Charme, der da ist, der passt ja zum Zeitgeist, nicht? Das Unterland explodiert ja fast, nicht? Und dann kommt man da rauf und dann merkt man, es fährt ab. Und dann also auf einem Bänkel 5 Minuten hocken und schauen, wie die Leute gehen, das wäre schon Ferien, nicht? Es ist irgendwie so, als würden alle Leute da oben das sagen, wo irgendwelche Life-Coaches und Selbsthilfebücher einem für teures Geld versuchen beizubringen. Aber es hat nichts aufgesetzt, nicht so das Lehrmeisterhafte. Es ist einfach irgendwie echt. Ich weiss nicht genau, wie lange das die Entschleunigung anhebt, wenn ich nachher zu Zürich am Hauptbahnhof wieder muss in die volle S-Bahn steigen. Aber ich probiere definitiv, um ein bisschen davon mitzunehmen. Und ich habe diese Woche von so vielen Sachen gehört, die ich auch noch sehen und machen möchte, dass ich unbedingt noch mal auf Bergün kommen will. Es ist nicht wie im Europapark, wie es die einen gesagt haben, und es läuft auch nicht ständig etwas. Aber dafür gibt es Ruhe, Frieden und, um das Wort gerade noch mal zu brauchen, Entschleunigung. Das ist «Neben der Spur», ein Podcast aus Graubünden. Zum Nachhören gibt es alle Folgen auf www.graubünden.ch/podcast oder auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Und das letzte Wort von diesem Podcast, das gebe ich an Fredo, weil schöner könnte ich all das selber gar nicht zusammenfassen. Ja, man muss ein bisschen Muse haben, um sich selber zu unterhalten. Also, das Bespassen kommt da ein bisschen zu kurz. Nicht? Aber gutes Buch nehmen, also herlegen, gut essen, wandern, einfach sein. Das muss man wieder lernen.